Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir was total Verrücktes machen. Wir werden nämlich einen Fidget Spinner selber machen und zwar aus flüssigem Metall. Alles was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unseren Gallium-Fidget-Spinner brauchen wir natürlich Gallium. Das ist ein Metall, das verflüssigt sich schon bei fast 30 Grad. Das heißt, man könnte quasi mit den Händen das Metall anwärmen und dann ist es nicht mehr in diesen Kügelchen oder Plättchen, sondern schon flüssig. Ich würde euch raten, diesen Versuch zu starten, nur unter Aufsicht eurer Eltern. Das ist nämlich ein kleines Chemie-Experiment. Wir brauchen außerdem, um das Gallium zu schmelzen, ein kleines Wasserbad. Ich werde das nicht in den Händen schmelzen. Ich glaube, dafür sind meine Hände viel zu kalt. Dann habe ich hier noch einen Fidget Spinner. Den benutze ich dann als Schablone. In etwa so wird dann unser Gallium Fidget Spinner auch aussehen, nur halt in einer anderen Farbe. Ich habe hier noch ein Kugellager. Das Kugellager brauchen wir für den Kern des Fidget Spinners, also für die Mitte hier. Und Silclay habe ich hier noch in Orange. Die Farbe ist egal. Den Silclay benutze ich dann, um den Abdruck zu machen. Den Silclay werde ich jetzt erstmal ein bisschen warm kneten, damit er sich leichter formen lässt. Dann lege ich ihn flach auf den Tisch. Nehme dann meinen Fidget Spinner als Schablone und werde ihn dann hier in mein Silclay hineindrücken, sodass ein richtiger Abdruck entsteht, wo wir dann später unser Kugellager hineinlegen und dann das flüssige Gallium hinzugeben. Den Fidget Spinner löse ich jetzt wieder vorsichtig hier aus meinem Silclay heraus, ohne den Abdruck dabei zu beschädigen. Falls hier so ein paar Aussparungen sind, könnt ihr mit einem Lineal beispielsweise den Silclay hier wieder zurückstopfen. Das ist jetzt also unser fertiger Fidget Spinner Abdruck. Den müssen wir jetzt ein paar Stunden, ungefähr 2 Stunden trocknen lassen, damit wir dann unser flüssiges Gallium da hineingeben können. Ich habe jetzt nochmal mit dem Finger so ein bisschen das ausgebessert, wenn das nicht ganz so perfekt geworden ist. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal 2 Stunden stehen. Unser Abdruck ist jetzt schon fast getrocknet. Ich habe die Seiten abgeschnitten, damit wir nicht so viel Silclay verwenden müssen für den Abdruck. Das stelle ich nochmal kurz beiseite. Wir widmen uns jetzt erstmal unseren Gallium. Dazu habe ich hier einen Topf und das ist auch kein kochendes Wasser, was da drin ist, sondern einfach nur sehr warmes Wasser aus dem Wasserhahn. Das reicht nämlich schon aus, um das Gallium zu schmelzen. Gallium schmilzt nämlich schon bei 30 Grad Celsius. Mein kleines Röhrchen hier mit dem Gallium werde ich jetzt hier in mein warmes Wasser legen und das Ganze vielleicht so ein bisschen da drin bewegen und herumschwenken, damit diese kleinen Metalldrops auch sich wirklich auflösen oder eben schmelzen. Das Gallium ist jetzt flüssig. Das ging wirklich super schnell. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So sieht es aus. Wie flüssiges Metall ist im Prinzip auch flüssiges Metall. Wir werden jetzt unser Kugellager nehmen, das hier direkt in unseren Fidget Spinner Abdruck tun. Ich überlege gerade, wie rum. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich egal. Vielleicht tue ich das mal so rum. Drück das hier einfach so ein bisschen ein, damit es auch gerade liegt. Und jetzt gebe ich mein flüssiges Gallium dazu. Ganz vorsichtig. Wow, das sieht ja super cool aus. Das war noch ein bisschen wenig Gallium und deshalb habe ich hier noch mehr, was auch bereits schon verflüssigt ist. Und es sieht echt mega cool aus, wie flüssige Alufolie. Vielleicht muss ich das Ganze noch mal ein bisschen ins Wasserbad tun. Das Gallium ist jetzt immer noch flüssig. Es hat sich noch nicht ganz heruntergekühlt, sodass es wieder komplett fest ist. Es sieht wirklich mega cool aus. Ich weiß gar nicht, ob das Metall jetzt hier an dem Kugellager haften bleibt, sodass wir diesen Fidget Spinner rauslösen können. Selbst wenn nicht, dann ist es ein super cooles Experiment, allein schon mal Gallium zu sehen, wie es in einem flüssigen Zustand aussieht. Mega cool. Ich bin echt beeindruckt. Wenn euch mein Fidget Spinner Gallium gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich werde noch ein bisschen warten und schauen,
dass sich dieses Gallium noch herunterkühlt, damit wir unseren Fidget Spinner herausholen können. Unser Gallium ist jetzt fest geworden und jetzt können wir auch unseren Fidget Spinner rauslösen. Es geht eigentlich super einfach. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt kaputt geht, weil das Metall doch ziemlich dünn ist. Aber er funktioniert wirklich. Ist ein bisschen eierig, weil das Gallium doch relativ dickflüssig war und dann vielleicht nicht die ganze Form ausgefüllt hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und das Coole daran war auch eigentlich gar nicht der fertige Fidget Spinner, sondern wirklich zu sehen, wie Metall schmelzen kann. Sehr, sehr cool. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!